Also, wir sind hier in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard in Inchenhofen. Diese Kirche ist, so wie sie jetzt dasteht, ursprünglich 1450 und folgende Jahre erbaut worden. Man merkt also deutlich noch den Baustil der Gotik, der hohe Kirchenraum und vor allem vorne im Altarraum das Deckengewölbe, die Spitzbögen da, sieht man deutlich die gotischen Spuren. Später ist die Kirche dann barockisiert worden und präsentiert sich seitdem in diesem schönen Kleid, wie wir sie jetzt vorfinden. Die Kirche ist dem heiligen Leonhard geweiht. Es ist die zweite Kirche, die hier gebaut wurde. Ursprünglich war nur eine kleine Kapelle, die dem heiligen Leonhard geweiht war, und darum rum waren fünf Anwesen. Und Inchenhofen hat damals zur Pfarrei Hollenbach gehört. Da hat es einmal den Herzog Ludwig den Strengen gegeben. Der hat das Kloster Fürstenfeld gegründet. Die Stadt Fürstenfeldbruck ist ja bekannt, und da gab es das ehemalige Zisterzienserkloster oder die Abtei Fürstenfeld, die von ihm gegründet wurde. Und dieser Herzog Ludwig der Strenge hat dem Kloster Ländereien geschenkt. Er hatte hier im Augsburger Raum Ländereien, dazu hat auch die Pfarrei Hollenbach gehört und damit auch Inchenhofen. Der Abt dieses Zisterzienserklosters in Fürstenfeld hat, das war so um das Jahr 1283, hat einige Mönche hierher geschickt, dass die hier eine Wallfahrt aufbauen und betreuen. Und so ist diese Wallfahrt immer mehr gewachsen. Im Hochmittelalter, zu Glanzzeiten der Wallfahrt, heißt es, soll Inchenhofen die viertgrößte Wallfahrt gewesen sein nach Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela in Spanien. Es sind tatsächlich, so ist mal in verschiedenen Arbeiten von Studierenden festgehalten worden, damals in dieser Zeit jährlich so bis zu einer 500.000 Wallfahrer hierher gekommen. Das war natürlich damals schon was Besonderes. Die sind ja alle nur zu Fuß gekommen oder höchstens mit irgendeinem Reittier. Die Wallfahrt ist immer mehr geworden und größer geworden, und so war also die Kapelle viel zu klein. Dann ist da im 13. Jahrhundert irgendwann eine Kirche gebaut worden, eine Vorgängerkirche, und eben 1450 dann diese Kirche. Im Deckengemälde sind die Stationen aus dem Leben des heiligen Leonhard dargestellt. Der heilige Leonhard hat hier nie gelebt. Der ist ja eigentlich in Frankreich daheim gewesen. Es ist dann wie bei anderen Heiligen auch, etwa beim heiligen Martin, Kunde von ihm von dort mitgenommen worden und hierher gebracht worden, sodass also hier auch eine Stätte des heiligen Leonhard entstand. Leonhard ist ja auch der Patron für die Tiere, besonders auch für die Pferde. Das war er aber nicht ursprünglich, das ist erst später geworden. Ursprünglich ist Leonhard der Patron für die Gefangenen. Es heißt also, dass er vielen Gefangenen zur Freiheit verholfen hat. Vielleicht von seiner adeligen Herkunft. Er muss irgendwie aus einer Seitenlinie des Königs Chlodwigs II. Abstammen, dass er da vielleicht einen Einfluss gehabt hat und vielen zur Freiheit verhelfen konnte. In der Legende heißt es aber auch, dass vielen Gefangenen die Fesseln abgefallen seien, wenn sie nur den Namen Leonhard laut ausgerufen haben. Und da erst viel später haben die Wallfahrer gesehen, der Leonhard wird immer dargestellt mit einer Kette in der Hand, so auch in unserer Kirche, vorne im Hochaltar. Wir können sagen, das Gnadenbild, der heilige Leonhard, mit einer Kette, mit Handschellen in der Hand. Und da haben die Wallfahrer gemeint, das ist vielleicht doch auch Kurketten oder Kette, mit dem man das Vieh anbindet. Und so ist er nach und nach auch zum Patron fürs Vieh geworden. Einmal im Jahr haben wir hier in Inchenhofen natürlich unser Leonhardi-Fest. Das wird immer an dem Sonntag gefeiert, das dem 6. November am nächsten liegt. Der 6. November ist ja der Gedenktag des heiligen Leonhard. Früher war das Leonhardi-Fest und der dazugehörige Leonhardi-Ritt immer am 6. November. Da haben die
Bauersleute natürlich da auch sich die Zeit genommen. Das war für die damals einer der höchsten Feiertage im Jahr, wenn sie da nach Inchenhofen kommen konnten und beim Leonhardi-Ritt dabei waren, um so auch zum einen Dank zu sagen für das zurückliegende Jahr, aber auch um Segen für ihre Tiere und für die Menschen selber natürlich auch zu bitten, dass alles gut weitergeht.